Prinz Joachim, enthüllt. Weihnachten verbrachte er seiner Familie in Vietnam. Die vergangenen Monate waren nicht leicht für die dänische Königsfamilie. Nachdem Königin Margrethe 82 im September 2022 bekannt gab, den Kindern von Prinz Joachim 53 die Prinzen- und Prinzessinnen-Titel ab Januar zu entziehen, kam es immer wieder zu Reibereien. Ende letzten Jahres haben sich Joachim und seine Familie daher eine Auszeit genommen. Nun ist bekannt, wo es während ihrer Auslandsreise hinging. Der 53-Jährige habe Weihnachten zusammen mit seiner Frau Prinzessin Marie 46, Graf Henrik 13 und Gräfin Athena 10 sowie Joachims Söhnen, Graf Nikolai 23 und Graf Felix 20 in Vietnam verbracht, wie das dänische Magazin He & Nu berichtet. Der Zweitgeborene der Monarchin habe seinen Liebsten endlich das Land zeigen wollen, in dem sein Vater Prinz Henrik, 83, aufgewachsen ist. Das habe er bereits 2020 geplant. Doch musste die Reise aufgrund der Corona-Pandemie absagen. Kurz nach dem Urlaub kehrte Joachim in seine Heimat zurück, um an den traditionellen Feierlichkeiten zu Neujahr auf Schloss Amalienburg teilzunehmen. Marie blieb der Veranstaltung allerdings fern, weil ihr Sohn Henrik krank gewesen sein soll. Gläubige weltweit trauern um den am 31. Dezember 2022 verstorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI. 95. Zu seiner Beisetzung am 5. Januar 2023 werden Staatsoberhäupter und führende Geistliche teilnehmen. Auch die europäischen Königshäuser entsenden gekrönte Abgesandte zur Trauerfeier in Rom. Erste Zusagen wurden laut Daily Mail bereits offiziell bestätigt: Königin Sophia von Spanien 84 und König Philipp von Belgien 62 mit seiner Frau Königin Mathilde 49 gehörten zu den Royals, die ihre Teilnahme in dieser Woche bereits frühzeitig ankündigten. Weitere Zusagen königlicher Trauergäste sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht öffentlich bestätigt. Der gesundheitliche Zustand des emeritierten Pontifex hatte sich laut einer Meldung der italienischen Nachrichtenagentur ANSA bereits vor Weihnachten rapide verschlechtert. Am Silvestertag verstarb er in seiner Wohnung im Vatikan. Das ehemalige Oberhaupt der katholischen Kirche wurde 2005 als Nachfolger des verstorbenen Johannes Paul II. 84 zum Papst gewählt und nahm den Namen Benedikt XVI. An. Er war der erste deutsche Papst seit 482 Jahren. Vor seiner Wahl auf den Heiligen Stuhl war Josef Ratzinger, so sein bürgerlicher Name, als Kardinal 23 Jahre lang Leiter der Glaubenskongregation im Vatikan. 2013 trat er überraschend von seinem Papstamt zurück. Von diesem Zeitpunkt an lebte der emeritierte Pontifex in einem früheren Klostergebäude in den Vatikanischen Gärten. Im Zusammenhang mit ihrer Stiftung, dem Maryfonden, hat Prinzessin Mary, 50, auf das zurückliegende Jahr zurückgeblickt und die Herausforderungen des Ukraine-Krieges thematisiert. 2022 war das Jahr, in dem wir fast aus dem Schatten herauskamen, den Corona über die ganze Welt geworfen hatte, begann die dänische Kronprinzessin laut Billed Bladet in einer Weihnachts- und Neujahrsansprache. Die Frau von Prinz Frederik, 54, fuhr fort: Das Jahr war allerdings noch nicht so alt. Als die Pandemie hier in Europa durch einen Krieg ersetzt wurde, den Schrecken des Krieges mitzuerleben ist brutal und hat uns alle auf die eine oder andere Weise berührt. Anführungszeichen. Die Stiftung der Kronprinzessin wolle nur neben vielen anderen Projekten mit einem weiteren Vorhaben den Menschen in der Ukraine helfen. Mit Spenden soll die Kinderhilfsorganisation Barnsville Cares unterstützt werden, die in Dänemark ein Krisentelefon für geflüchtete ukrainische Kinder eingerichtet habe. Wir freuen uns, dass die Spende dazu beigetragen hat, dass ukrainische Kinder eine Anlaufstelle haben, wo sie gehört werden und in ihrer schwierigen Situation, sowohl in der Ukraine als auch in Dänemark,
konkrete und gute Ratschläge erhalten können, erklärte Mary. Auch das Thema Einsamkeit sprach sie in ihrem Rückblick an: Wir bekämpfen die Einsamkeit, wenn wir in sicheren und offenen Gemeinschaften zusammenkommen, die auf dem Vertrauen und der Fürsorge beruhen, die wir alle brauchen, betonte Prinzessin Mary. Es ist nicht nur das erste Mal seit 3 Jahren, dass die japanische Kaiserfamilie wieder persönlich ihre Neujahrsgrüße dem Volk sendet. Die Tradition musste aufgrund der Corona-Pandemie 3 Jahre ausfallen. Auch Prinzessin Aiko, 21, die 2021 ihre Volljährigkeit feierte, gibt ihr Debüt und darf erstmals mit vom Balkon des Kōba den Palastes in Tokio winken. Tausende haben sich am Montag, 2. Januar, auf dem Weg nach Tokio gemacht, um dem traditionellen Auftritt der Kaiserfamilie beizuwohnen. Nach 3 Jahren freue ich mich sehr, das neue Jahr mit Ihnen allen zu feiern, sagt Kaiser Naruhito, 62, nach Angaben der Nachrichtenagentur Kyodo News hinter Glasscheibe und Schutzmaske zum Volk. Er wünsche sich, dass dieses Jahr ein friedliches und gutes Jahr für Sie alle sein wird. Die gut 7300 BesucherInnen, die zum Palast strömten, um auch Prinzessin Aikos ersten Neujahrsgruß zu sehen, wurden per Losverfahren ausgewählt. Die Weihnachtsfeiertage verbrachten Prinz Karl Philipp, 43, und Prinzessin Sophia, 38, mit ihren 3 Söhnen Prinz Alexander, 6, Prinz Gabriel, 5, und Prinz Julian, 1, bei Sophias Eltern Marie, 65, und Erik Helpfwist, 73, im Heimatort Elfdalen, 5 Autostunden von Stockholm entfernt. Und von der einen ländlichen Idylle ging es zum Jahreswechsel in die nächste. Den Jahreswechsel feierten die Schweden-Royals nach Angaben der Zeitung Svensk Damtidning in Storlien in der Provinz Jämtland. Hier verbrachte die Königsfamilie schon etliche schöne Stunden in der winterlichen Natur. Fuhr Ski oder wärmte sich im Anwesen von König Carl Gustav, 76, und Königin Silvia, 79, auf. In dem beliebten Skiort tobte sich Karl Philipp bereits in Kindertagen auf dem Schlitten aus, wie alte Familienaufnahmen zeigen. Und in diese besondere Gegend hatte es ihn nun auch zu Silvester mit seiner Familie verschlagen. Eine schöne Familientradition, die der Prinz jetzt mit seinen Kindern teilen möchte. Die Kinder von Prinz Joachim, 53, beginnen das Jahr als Grafen und Gräfin. Nach der Entscheidung ihrer Großmutter, Königin Margrethe, 82, dürfen Nikolai, 23, und Felix, 20, sowie ihre Halbgeschwister Henrik, 13, und Athena, 10, seit dem 1. Januar nicht weiterhin ihre Prinzen- und Prinzessinnentitel verwenden, sondern sind fortan Grafen und Komtesse von Monpizza. Vor Anbruch dieses neuen Kapitels feierten Nikolai und Felix noch ein letztes Mal als Prinzen Silvester. Prinz Nikolai feiert mit Freunden in Dänemark, und Prinz Felix feiert mit guten Freunden im Ausland, erklärte die Sprecherin ihrer Mutter, Gräfin Alexandra, 58, gegenüber Bild Bladet. Der Illustrierten zufolge soll Nikolai an seinem letzten Abend als Prinz auch seine Freundin Benedikte Tustrup an seiner Seite gehabt haben. Sie haben News verpasst, die Royal News der letzten Woche lesen Sie hier. Verwendete Quellen, Kyodo News.net, Dana Press, Svensk Damsee, Bildbladet. DK, Daily Mail Kook, Heroknu DK.